dir erstmal sehr, sehr viel. Also je nachdem, wie die Fans dann reagieren, produziert sich das einfach ins Negative oder ins Positive. Gerade wir sind zu Hause, also für uns ins Positive. Es gibt vielleicht auch sehr, sehr viele Spieler, die dann hierher kommen, die so eine Arena noch nicht gesehen haben oder noch nicht drin spielen durften. Und das ist dann gibt man dann nochmal 110, 120% gerade am Anfang. Das verändert schon einiges und das ist einfach ein Statement, was ihr gesetzt habt und was ihr alle auf die Beine stellt. Ja, also gerade die riesen Bildschirme oder irgendwas, wenn er kurz gesagt hat, okay, unser Würfel wird ungefähr so, dann versuche ich mir vorzustellen, einfach wie das dann aussieht, gerade wenn man dann hier draußen rumlaufen darf, kurz sich irgendwie reinversetzt in so eine Spielszene oder irgendwas, oder jetzt ist gerade Wechsel und man läuft da einfach raus und dann guckt man so kurz hoch. Das versuche ich mir auf jeden Fall so gut es geht zu merken und es dann zu vergleichen später. Das wird cool werden. Jetzt haben wir gerade das SAP Experience Center eröffnet. Jetzt erstmal dein Eindruck dazu. Da kann man ja schon einiges sehen, was man sich auch erwartet. Ja, ich würde sagen, wenn man sowas dann als Experience Center hinstellt, dann kann man gespannt sein, was das hier für eine Halle wird. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir uns da treffen, werde ich mich ziemlich sicher bereit fühlen. Jetzt gerade bin ich in einer eher ekligen Phase. Also ich verbringe viel Zeit mit den Händen auf den Knien, sage ich so. Und davor war sehr schön. Also ich habe mal hier ein bisschen zu Hause einfach mal Zeit abschalten, dann mal ganz weggehen. Also sehr viele Extreme. Und jetzt, ich war die ganze Zeit am Trainieren, mal das, mal nur Krafttraining, mal Kondition. Und jetzt seit Basketball losgeht, habe ich sehr, sehr viel Spaß am Trainieren einfach. Ist anstrengend, aber sehr viel Spaß. Und jetzt, wenn es Team-Preseason dann losgeht, das ist dann das nächste, auf was ich mich freue.